St. Michael im Lungau. Die Marktgemeinde liegt auf knapp über 1000 Metern Seehöhe und ist mit 3500 Einwohnern die zweitgrößte Gemeinde des Bezirks. Im Ortsteil Glashütte trainieren am Petersbründellift internationale Weltcup-Fahrer. Ich habe mich gerade beim Lift aufgefahren erinnert, wie der Trainer zu Marcel gesagt hat, der Slalom hat sich auch ziemlich weiterentwickelt. Und an das habe ich mich heute bei der Liftfahrt erinnert. Als die Glasfabrik am Klausgraben 1823 den Betrieb aufnahm, gehörte Salzburg erst wenige Jahre zu Österreich. Diese Glasfabrik war auf diesem Gebiet schon immer ein Pionierunternehmen im Lungau. Genau da hinten, hinter der Mauer, ist das Haus von meinen Großeltern, wo ich als Vorschulkind aufgewachsen bin. Und ich bin praktisch in dem Raum in die 60er Jahre um und um teifelt, wie man so sagt. Die Katschbergstraße ist eine Landesstraße und verläuft fast parallel zur Tauernautobahn und führt über zwei Pässe. So etwas Ähnliches ist ja auch da um die 1960er Jahre wieder gewesen, wie Michaeler Bauern mit ihren Traktoren die PS-schwachen Urlauberautos oder Wohnwegen dann am Katschberg aufgezogen haben und damit auch ganz gutes Geld verdient haben. Und unser schönstes, oder mein schönstes Christkindl ist aber gewesen, am Christbaum ist aber die Saisonkarten für den Petersbründellift gehängt. St. Michael ist das Tor zur alpinen Bergwelt zwischen Katschberg und Obertauern. Die Region mit dem angenehmen Klima bietet als Naturpark und Skiparadies viele Erlebnismöglichkeiten. Eine Attraktion ist die Sonnenbahn mit ihren Achterkabinen im Ganzjahresbetrieb. Ein Sonnenweg und eine beschneite 9 Kilometer lange Abfahrt im Winter führen ins Tal zurück. St. Michael oder Michä, wie wir Lungauer sagen, ist das erste Mal 1147 urkundlich erwähnt. Die Besiedlung in unserem Raum da ist sicher aber wesentlich früher erfolgt. Ob zur Römerzeit in Michä schon Menschen gesiedelt haben, weiß man nicht. Aber die slawischen Völker, die da um 7. Jahrhundert noch in den Lungau eingewandert sind, die haben sicher in Michä auch gesiedelt, weil es einfach sehr, sehr viele Flurbezeichnungen gibt, die slawischen Ursprungs sind. Und die Bajowaren, die da im 9. Jahrhundert nach Michä gekommen sind, in etwa, oder in den Lungau gekommen sind und natürlich dann auch nach Michä gekommen sind, haben auch da gesiedelt und haben irgendwann einmal halt dann auch eine Kirche gebraucht. Es ist auch davon auszugehen, dass die Kirchen in Michä und auch die Kirchen in St. Martin älter sind als 1147. Also in der Zeit, wo Michä das erste Mal urkundlich erwähnt worden ist, hat es sicher auch schon einen Weg über den Katschberg in das Liesertal umgegeben. Es wird sicher zuerst nur so ein Säumerpfad gewesen sein, also da darf man sich nicht auf Straßen vorstellen, sondern einfach ein Weg, wo Menschen von Gärten oder von Liesertal in den Lungau umgekommen sind, beziehungsweise eben auch da in die andere Seite. Und im 14. Jahrhundert, auch mit dem Beginn des Bergbaus im Lungau, hat der Raum allbei mehr an Bedeutung gekriegt. Das ist einfach allbei mehr dann da passiert. Was in der Zeit auch gekommen ist, das ist die Handelsströme zwischen Venedig und dem süddeutschen Raum. Wenn man jetzt im
Westen an den Brenner denken, der niedrigste Alpenübergang war, aber es hat auch sehr hohe Alpenübergänge gegeben und der Übergang über Katschberg und Radstätter Tauern ist eher der östlichste und ist sicher auch ein viel benutzter Übergang gewesen. Und Michel mit seiner Lage unmittelbar vorm Katschberg war sicher ein wichtiger Stützpunkt in der Zeit, wo die Händler da gezogen sind. Die haben Unterkunft braucht, die haben Verpflegung braucht, die haben einen Platz für ihre Waren, für ihre Tiere braucht. Davon hat der Ort natürlich profitiert. Und er hat so profitiert, dass dann um 1416 dem Ort das Marktrecht verliehen worden ist. Es war ein sehr wichtiger Termin für Michel 1416, weil mit dem Marktrecht natürlich auch eine Reihe von Privilegien verbunden waren. Und ein ganz wichtiges Privileg war dieses Lager- und Stapelrecht. Das heißt, die Händler haben müssen ihre Ware da abladen und haben sie müssen am Markttag auch zum Verkauf anbieten. Das hat wieder braucht Lagerräume, wo man die Waren dabei lagern hat können. Man hat Unterstände für eine Wagen, für eine Pferde braucht. Die Menschen selber haben Quartiere braucht, die haben Verpflegung braucht. Da ist schon ein Geld hängen geblieben in Michel. Also dieses Marktrecht hat sehr wesentlich dazu beigetragen, dass sich Michel entwickelt hat. Also der Markt selber hat profitiert auch, dass sehr viele Handwerker sich angesiedelt haben, weil die ganzen Händler, die da durchgefahren sind, haben einen Schmied braucht, der eine Pferde beschlagen hat, haben einen Wagen braucht, wieder für die Reparatur der Wagen, sagen wir, einen Schuster, einen Schneider, also all die Handwerker braucht, nicht nur die Einheimischen da, aber auch die durchziehenden Händler und die alle haben eigentlich recht gut gelebt davon. Das alteingesessene und traditionelle Gasthaus zur Glashütte ist ein historisches Gebäude mit einer langen Geschichte und vielen Erinnerungen. So war hier auch das erste Sportgeschäft untergebracht. Meine Eltern haben ja 1964 da auf der Glashütte das Sportgeschäft eröffnet und ja, nebenbei ist halt das Gasthaus gelaufen, aber sie haben sich nachher entschlossen, dass sie 1976 drei im Markt in Michel 3 das große Sportgeschäft bauen und somit ist noch einmal da heraus noch halt das Gasthaus gewesen. Das ist unser Heimhaus. 2010 haben wir es nachher renoviert, in dem Zustand, wie es jetzt ist, was ich wirklich voll erfreut habe, weil wir inzwischen eben ich meine, das vielleicht kommt nachher ein bisschen eine andere Geschichte von dem ganzen Haus. Seit vier Jahren ist es jetzt schon in der alten Glashütte oben mit den Querschlägern also und mit der Lunger Kulturvereinigung angefangen haben, eine Verbindung zu machen, die was ein Theater spielen. Und dadurch ist natürlich die Glashütte auch die früher einen Wert gekriegt, gell? Für alle. Gell? Oder das dazu einfach hetzen, weil mir halt jetzt viele Leute erzählen, wenn sie da zum Theater kommen, wow, da haben wir unsere ersten Ski gekriegt auf der Glashütte. Das Gasthaus hat seinen historischen Flair bewahrt und ist heute noch von Einfachheit gezeichnet. Nostalgie erlebt hier eine Renaissance. Warum tue ich mir das an? In erster Linie bin ich in der vierten Generation, was das Gasthäusl jetzt betrifft. Ich bin ja da aufgewachsen, ich habe das von der Oma erlebt und ich habe das von der Mama erlebt. Und irgendwo haben wir schon dabei mitgearbeitet oder ich habe mitgearbeitet. Und erstens bin ich so gerne unter Leuten und eine Tradition ist das Gasthäusl, weil das gibt es ja bei uns die Kürbe, das Kirchweihfest. Das Kirchweihfest, dass wir es richtig sagen, ist immer am dritten Sonntag auf der Glashütte, ist immer am dritten Sonntag im Oktober. Gell? Und was ist das? Früher, damit das Kind aus der K&K-Zeit noch, damit das die Randgasthäuseln in St. Michael, also das betrifft halt nicht die
Gasthäuseln drinnen im Ort, sondern die, die am Rand von St. Michael sind, dass die auch mal ein Geschäft haben, so haben wir in St. Kürbis untergekriegt. Die Glasfabrik war in der Zeit unmittelbar nach den Neapolitanischen Kriegen ein kleiner Lichtblick im Ort. Da war eine Glasbläserei herinner. Und zwar ist das Gebäude im Winter 1822 zu 1823 errichtet worden. In kürzester Zeit, wenn man sich die Kubatur und den Dachstuhl anschaut, eine Wahnsinnsleistung. Üblicherweise wurden Glasfabriken wegen ihres Holzverbrauchs mitten im Wald angesiedelt. In St. Michael war das aber nicht der Fall. Das ist wirklich die Ausnahme gewesen und das war eben auch einfach die Schwierigkeit, die die Glashütten vom Anfang an gehabt hat, dass die in Ortsnähe Gebäude gebaut haben, dass die einen Kilometer von mich her entfernt da ein Wohngebäude, ein Fabriksgebäude, ein Herrenhaus gehabt haben, weil dann haben die müssen das Holz vom Wald zur Fabrik bringen. Das Prinzip vorher war immer, die Fabrik zum Wald bringen. Das war immer so, dass die Fabrik dort war, wo das Holz war. Und warum der Hauer sich entschieden hat, das da zu bauen und das ganze Holz herzubringen, man weiß es nicht, aber es war sicher keine wirtschaftlich kluge Entscheidung. Weil die Glasbläser haben ja am Tag bis zu 8 Liter Bier als Deputat gehabt. Die haben ja extrem viel Bier getrunken, aber gewassertes Bier, weil wenn die nur Wasser getrunken hätten bei einer Arbeit, bei dem riesigen Ofen, bei dieser Hitze, dann waren die total austrocknend und hätten total Mineral-Elektrolytmangel gehabt und das war gar nicht gegangen. Deshalb Bier als Elektrolyt und ja. Und es war ja so in dieser Glasbläserzeit, wenn die Glasmasse einmal fertig war, dass die richtig die Konsistenz gehabt hat, da hat man so eine Fadenprobe hat man da gemacht, dann sind die Schürer sind nachher zu den Glasmacher, ganz egal ob um 1 oder Nacht oder 2 Nachmittag oder sonst, und haben angeklopft, haben die rausgeklopft. Und dann ist die Schicht losgegangen, 10 bis 12 Stunden, bis die Glasmasse verarbeitet war. Und 12 Stunden da durcharbeiten, da brauchst du natürlich ziemlich viel Kraft. Und deshalb auch das mit dem Bier. Es ist immer wieder die große Herausforderung für die Glasherren gewesen, genügend Brennholz aufzutreiben und dann so um das Jahr 1860-70 ist dann ein Gesetz gekommen, das allen Industriebetrieben in Österreich vorgeschrieben hat, von Holzfeuerung auf Kohlenfeuerung umzustellen. Weil einfach die Wälder zum Großteil so ausgebeutet worden sind, dass sie einfach eine Schutzfunktion nicht mehr wahrnehmen haben können. Und Kohlen in den Lungau zu bringen bei den damaligen Verhältnissen war unmöglich. Und daher ist die dann Ende 1865 zugesperrt worden, die Hütten. Die einzigen Erinnerungen als Kind, was ich habe, ist, dass wir beim Umstechen im Garten öfters Glasscherben gefunden haben. Und wenn wir total das Glück gehabt haben, so ein ganz kleines Glasflaschel. Aber das war sehr selten, so medizinische Flaschel, was sie damals gemacht haben. Es war auch in der Zeit, wie ich da aufgewachsen bin, war es sogenanntes Gemeindehaus. Es war praktisch das Armenhaus von St. Michael damals in die 60er bis ganz Anfang 70er Jahre. Und ich habe die letzten Leute noch kennt, die da gewohnt haben. Heute hat das historische Gebäude eine andere Bestimmung. Ja, es ist einer von den schönsten Konzerträumen in Salzburg, obwohl man es jetzt im Winter nicht glauben darf, wenn alles vollkramt ist. Und es hat einfach eine Atmosphäre, weil es hat eine Proportion, es stimmt alles zusammen. Es ist genau das Gegenteil von einer grausigen Mehrzweckhalle. Und
man kann sich als Musiker, als Schauspieler nur glücklich schätzen, wenn man in so einem wunderbaren Raum spielen darf. Nur wenige Meter von der Ortschaft Glashütte entfernt liegt die FIS-Trainingspiste am Petersbründel-Lift. Ob Olympiasieger Matthias Meyer, Alexander Armut Kilde aus Norwegen, Katharina Liensberger oder Tessa Worley aus Frankreich, die ganz Großen im Skisport machen hier Halt, um zu trainieren. Allen Dingen ist die Unabhängigkeit, relative Unabhängigkeit vom Wetter. Weil wenn man jetzt schaut auf der Alpenurzeiten, Regen sind strömen und jetzt können wir da trainieren, was sonst natürlich nicht möglich war. Ein paar Jahre waren wir schon da vor Weihnachten, weil einfach da haben sie viel Eis und es ist einfach eisig, es ist immer ein kaltes Loch da, muss man auch sagen. Also heute ist sehr richtig angenehm, aber es sind einfach sehr gute Pisten, es ist gut zum Reinkommen, oben aber zum Ziehen und da unten mit Übergängen und Schwarer. Also es ist ein super Training. Ja, weltweit, die ganze Welt ist da beim Petersbründel-Lüfter. Es ist seit Jahren eigentlich schon ein Hotspot, was das Training angeht. Es ist ja für uns, sage ich mal, Trainierer ist das eigentlich das Beste, was du haben kannst. Du hast dann am Anfang einen Schlepplift da, du hast einen schnellen Umlauf. Wir haben ein bisschen harte Pisten und mehr brauchen wir nicht. Und wenn das passt, dann gehen wir auch gern zum Training vorbei. Ja, ja, es sieht man heute wieder, es sind eigentlich einige Nationen da, weil sie auch sensationelle Pisten haben. Und ich glaube, dass wir schon noch des Öfteren kommen werden. Und ja, wir trainieren hier in St. Michael ganzen Winter und präparieren uns für die Weltcuprennen hier. Ja, ich kann jetzt sagen, der ist gut, ist 60 Jahre alt, der Lift. Nicht in dem Zustand, wie er Hitze ist, gell? Sondern zuerst ist der Lift gewesen, nur das flache Stückchen oben. Dann ist er weiter runtergebaut worden Richtung, wo Hitze die Talstation ist. Und 1986 hat noch mein Papa, das war einfach. Er war einfach ein Skifahrer oder ein Pionier, was das betroffen hat. Hat den Lift noch ganz oben gebaut, so wie er jetzt ist, in den, genau so, die 700 Meter lang. Dann hat er auch zugleich hat er eine Beschneiungsanlage gebaut. Gell? Das war eine der ersten, die was, jeder hat gesagt, das gibt es ja nicht bei uns da auf 1300 Meter, da wird es einmal keinen Schnee geben. Aber wir sehen eh, dass ohne Kunstschnee nicht mehr geht. Gell? Die Weltelite hat St. Michael erobert. Das war 1992, da war die ÖSV-Nationalmannschaft da. Die Damen, wo nachher eine Olympiasiegerin herausgegangen ist, Weltmeister herausgegangen sind. Also es hat schon da angefangen, nur ist dann halt aus gesundheitlichen Gründen hat der Papa das einfach nicht mehr so machen können. 2012 haben wir dann aber verpachtet an die Lungauer Bergbahnen. Das, was mich wirklich irrsinnig freut, dass die da angepackt haben, weil so ein Kleinlift allein oder aus Privaten schafft man das nicht. Finanziell schafft man das nicht. Da muss man einfach so ehrlich sein. Ritchie, so wird er liebevoll genannt, kümmert sich mit Leidenschaft um eine perfekte Piste. Ja, wir haben eigentlich alles da gehabt. Die Norweger, ÖSV Sundsuva, die Norweger, Japan, Frankreich, Slowenien und Kroaten sind alles, mag ich sagen, die ganze Welt ist da gewesen. Ja. Und die rufen da eigentlich so an, schon bevor wir überhaupt in Betrieb gehen. Rufen sie schon, wie die Schneelage ist, ob wir schon Schnee haben und wie die Pisten ist. Und das ist aber wieder schön, wenn du im Fernsehen siehst, dass die so eine Athleten wieder zum Erfolg sind. Und da haben sie trainiert, das ist einfach, das baut einfach auf. Das. Ja, ja. Vom Petersbründel-Lift zurück zur geschichtlichen Entwicklung von St. Michael. So ist erst dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wie der Tourismus so allgemein in Schwung gekommen ist, wieder eine Entwicklung in unserem Raum eintreten. Nicht nur, dass jetzt Touristen in den Lungau auch nach Michel kommen, sein, sondern im Verkehr hat man das deutlich gemerkt. Es haben sie wirklich die Autokolonnen der Urlauber aus dem Norden, die alle einen Urlaub an der Oberen Adria verbringen wollten, durch die schmalen Straßen in den Orten, und da war Michel auch ganz
typisches Beispiel dafür gewälzt und man hat da dann einfach eine Notwendigkeit gesehen, dass andere Wege gefunden werden müssen, hat dann Ende 1960 begonnen mit dem Bau der Tauernautobahn, die dann 1975 eröffnet worden ist, die dann den Verkehr aufgenommen hat und die ja jetzt noch eine ganz wichtige Transitverbindung vom Norden nach Süden ist. Und auch da hat Michael wieder profitiert, weil sowohl die Mautstation, also sehr lange Mautstöhe in Michael in Stranach drüben und dann die Mautstation in Höf draußen, also da gibt es ja sehr viele Parallelen, wenn man sich diese Entwicklung anschaut. Also auch die Mautstöhe ist gebaut worden in Michael. Die Autobahnverwaltung, also die Autobahnmeisterei sitzt in Oberweißburg. Das waren auch wieder viele Arbeitsplätze und damit ist halt auch wieder ein Geld in den Gemeindehaushalt gekommen. So dass man eigentlich sagen kann, die Entwicklung von Michael in den letzten 1000 Jahren war ganz wesentlich geprägt von seiner Lage, an einer ganz wichtigen Straßenverbindung zwischen Norden und Süden an dem Alpenübergang, wo immer wieder eben die Handelsströme von Nord nach Süd, beziehungsweise von Süd nach Nord, da durchgeführt worden sind. Aber nicht nur sportlich lässt St. Michael aufhorchen. Auch das internationale dreitägige Chorfestival Feuer und Stimme ist hier beheimatet und wurde im Jahr 2002 von Reinhard Obermeier und Andreas Walcher ins Leben gerufen. Ja, seit ich Lehrer an der Schule in St. Michael war, hat es mir eigentlich der Chorgesang immer fasziniert und ich habe nach Wegen gesucht, Chöre aus dem Bezirk, aus dem Land, aber vielleicht auch aus dem Ausland zu einem großen Fest hier in St. Michael zusammenzuführen. Und der Andi war natürlich sensationell. Er hat sich bemüht, Sängerinnen und Sänger aus allen Bundesländern Österreich zu bringen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du da mit deinen Mitarbeitern wirklich akribisch dahinter warst, dass unser schönes Österreich auch gesanglich vertreten ist. Das passt gut dazu. Es war ja allweil so speziell, bei mir war das erste Ziel, einmal alle Bundesländer zu haben. Das einmal war das erste Ziel. Das muss der Aufhänger sein, wo man so ein ganz Österreich ist da in Lungau. Und habe dann eigentlich im DVB ein ganz tolles Team gehabt, mit der Gertraud Langmeier damals noch an der Spitze. Und das Team war da super. Und ich sage, bitte, heute ist der Tag von Feuer und Stimme. Wer es heute von Vorarlberg, wo es abgegangen ist, den ersten Chor hat, kriegt von mir, privat jetzt, mit der er gehe essen. Gaudi. Auf einmal stürmt die Burkhardbeck Sigrun rein, ich habe von Vorarlberg einen Chor, super. Weißt, das ist gelebt worden. Ja. Das war irre. Und wir haben das wirklich geschafft nachher, dass wir alle Jahre dann eigentlich alle Bundesländer einen Chor gehabt haben. Gell? Und das ist einfach was Schönes, wenn man gespürt, dass jeder mitlebt und das ist nice, echt gut. Und die Vielfalt der Menschen, die zum Fest kommen, spiegelt sich auch in der Vielfalt der Musik wider. Und das hat dieses Fest auch musikalisch zu was ganz Einzigartigem gemacht. Wir haben Chormusik aus Litauen, aus Estland, aus Russland, aus Italien, aus Kroatien, aus Deutschland, einmal sogar aus der Schweiz, aus Südtirol. Amerika. Fanninger damals, ja. Und allen Bundesländern Österreichs. Und das hat sich in den Chorkonzerten natürlich wiedergespiegelt. Der festliche Auftakt, die Bergandacht, die Chorkonzerte und ein großer Festumzug aller teilnehmenden Chöre gilt als ein musikalisches Feuerwerk mit bewegenden Momenten.
genau dieser Umstand ist es auch, dass es für alle Mitwirkenden extrem interessant war, Menschen und Musik anderer Länder kennenzulernen. Und man geht dann auch wirklich reich beschenkt von so einem Fest wieder nach Hause. Man denkt zwar oft zurück, weil das einfach eine richtige schöne Zeit war und gut, aber wenn man nachher so wie heute zusammensitzt und das ganze Revue passieren lässt, geht das schon rein, schon was Besonderes. Allein die Sangesbegeisterung des Lungaus ist der beste Nährboden für so ein Fest. Wir haben im Lungau jetzt an die 35 aktive Chöre und es war immer unser Ziel, dass auch Lungauer Chöre, klarerweise auch die aus St. Michael, immer bei diesem Fest repräsentativ vertreten sind. Die sind sozusagen das Grundgerüst und es freut mich wirklich sagen zu dürfen, dass alle mit Begeisterung dieses Fest auch bereichert haben. Ja, grundsätzlich war es so, dass von der Bewerbung her, was alles angeschrieben worden ist, wenn wer Interesse gehabt hat, ist man den nachgegangen. Und das war von der finanziellen Seite her, war das ja für den Tourismusverband war nicht Sache, sondern die haben sich alles selber gezahlt. Die sind mit Begeisterung da gewesen und das auch dementsprechend gelebt. Und speziell bei den ausländischen Chören ist es ja nicht ohne, die müssen zuerst irgendwas sehen einmal und sagen, ja, pass auf, das ist eigentlich was Besonderes, was da in Österreich, speziell im Lungau, da gibt. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war da mit meiner Frau auf Urlaub in Kroatien und das Erste war, dass ich im Vorfeld geschaut habe, wo ist da die Ansprechperson im Ausland, wo ich hingegangen bin und einen Termin gemacht habe. Da vorgesprochen waren dort 10 Chorleiter, sind zugekommen und ein Jahr später waren Chöre aus Kroatien da. Und das war einfach wirklich einfach was Schönes, wenn man sieht, wenn man was mit Leidenschaft tut, wie gut das eigentlich ist. Und genau der Idealismus, der macht es eigentlich aus. Wenn alles mit Geld bezahlt würde, das würde nur Verdruss schaffen. Die Chöre singen aus vollem Herzen, klarerweise unentgeltlich und bringen auf dem Weg authentische Begeisterung in jedes Konzert. Und alle Mitwirkenden in der Organisation tun das auch so und unentgeltlich und aus Idealismus. Und das ist, glaube ich, das Rückgrat von diesem Fest. Also wie gesagt, für mich ist ja die Bergandacht einfach eines der Highlights, oder mit der Fackelzug von Ort aus in die Veranstaltungshalle. Heute wird oft noch geredet, wenn wir beieinander sitzen, was das für ein Erlebnis war. Die geografische Lage macht St. Michael zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die Mautstelle befindet sich zwischen Katschberg und dem Tauerntunnel. Haupteinkommen ist jedoch der Tourismus. Das Skigebiet Eineck-Katschberg und der Hausberg Speyereck sind nur wenige Minuten vom Ortskern entfernt.